Also, ouch! Das hier ist der Kutter. Der Kutter ist normalerweise ein ganz sanfter und lieber. Außer wenn er ist verrückt nach Leckerli. Der Kutter kommt da. Assi, assi. So, ganz im ganz im komm hier. Ey! Hele! Miesi! Miesi! So. Also, auch der Kutter. So. Perfekte Position. Ist ein Ex-Sprengstoffspürhund, den wir übernommen haben. Er ist seit 2 Tagen angekommen bei uns. Lebt in der Tierpension. Und er ist ein ganz Lieber. Er ist auch ziemlich verträglicher. Wir waren vorher spazieren noch mit dem Farok. Farok hat ihn immer so ein bisschen angestupst und zwicken wollen. Und er hat einfach nur so, immer sich nur weggedreht. Also sozial kompetent, gell? Das kannst du alles. Checkst du? Du bist auch schon mal vermittelt worden. Bist auch schon mal vermittelt worden, hat aber nicht geklappt. Die Frau hat dann Angst bekommen von dir. Ich weiß auch nicht, warum man vor dir Angst bekommen kann. Also wir suchen natürlich trotzdem. Für unsere Mallis suchen wir immer am besten Mali-erfahrene oder Schäferhund-erfahrene Menschen. Natürlich gehen auch Menschen, die grundsätzlich gute Hundeerfahrung haben. Er ist ein ganz waches Kerlchen, hat natürlich seine Augen überall. Mit 8 Jahren ist er auch noch eigentlich kein Rentner, auch wenn er schon in Rente ist, gell? Er liebt Leckerli, dadurch kann man ihn auch sehr, sehr gut führen. Jo, was gibt's noch zu sagen? Zeig mal deine Zähne. Sind die Zähne okay? Sind die Zähne okay? Er hört auf seinen Namen ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn er nicht gerade irgendwas anderes im Kopf hat, aber daran kann man wirklich gut arbeiten. Wir hatten von den Spürhunden, die wir übernommen haben, immer mal wieder welche, die nicht so gut gehört haben. Er gehört eigentlich dazu, zu denen, die relativ gut hören. Du, komm mal her. So. Ja. Also wirklich, sanft ist es nicht gerade hier mit den Leckerli, aber er ist total versessen drauf und man kann ihn natürlich dann dadurch noch ein bisschen besser führen. Wobei er ist wirklich, wirklich, er ist sehr wach, er ist sehr auf den Besitzer konzentriert, er schaut immer, wo man ist. Er läuft beim Spaziergang, wir gehen ab und zu hier auch ohne Leine, geht er 10 Meter, 20 Meter vor, schaut dann aber immer wieder zurück. Er schaut immer, wo sein Rudel ist. Gell? Also wirklich wie alle Mallis. Extrem menschenbezogen, freundlich, agil, aktiv. Minimum 2 Stunden Spaziergang, gell? Oder lieber noch mehr. Jeden Tag, wenn es geht. Kein Couch-Potato ist natürlich auch klar. Gell? Ja, wenn Sie Dakota kennenlernen wollen, bewerben Sie sich. Und alle anderen, die im Raum Basel Zeit haben und mit ihm spazieren gehen wollen, wir freuen uns, wenn wir Gassigänger haben, die morgens zwischen 9 und 11 in Brinkheim mit ihm spazieren gehen können. Gell? Damit du rauskommst aus der Zwickau. Bis wir jemand Gutes für dich haben. Ja, Mama Assi, Mama Assi, Assi. Ist gut.